Hey Leute, es wäre mega nett, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet. Das könnt ihr unten über das kleine Logo machen. Wenn ich mehr Abonnenten habe, ist es für mich auch einfacher, neue Werkzeuge von Herstellern zu erfragen und ein Sponsoring zu erhalten, damit ich die Werkzeuge für euch testen kann und euch meine Erfahrungen mitteilen kann. Das macht es für mich viel, viel einfacher, je mehr Abonnenten ich habe. Wäre super, wenn ihr ein Abo dalasst. Und danke. Los geht's mit dem Video. Servus. Liebe Schrauber und Kulturbanausen, willkommen im heutigen Video. Ich mache hier mal ein kleines Video außer der Reihe heute. Und das eigentlich auch nur, weil mich Freunde, Partner und Bekannte darauf gebracht haben und Familie. Und zwar bin ich dieser Tage vermehrt gefragt worden: Du, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was kann man dir schenken? Ich bin eigentlich nicht der Fan davon, dass man schon im September, Oktober oder sogar im August schon anfängt, Weihnachtsklamotten zu kaufen und rauszustellen und parat zu machen oder schon zu dekorieren. Aber ich denke mal, mit Ende Oktober, Anfang November werden sich die meisten mit dem Thema anfangen zu befassen. Und eigentlich bin ich nur auf die Idee gekommen, weil, wie gesagt, mich die Leute gefragt haben, was kann man dir schenken, was kann man machen, beziehungsweise dass mir Leute gesagt haben, ja, dir kann man eh nichts schenken. Du bist immer mit allem Möglichen zufrieden. Du hast alles Mögliche. Ich wüsste nicht, was ich dir schenken sollte. Und dann dachte ich mir, halt. Einem Schrauber kann man doch immer was schenken. Es gibt so coole Sachen, die man Schraubern oder Männern oder eben Tunern, die sich halt speziell für Werkstatt, Autos, Motorräder interessieren, immer schenken kann. Und die sind nicht mal teuer. Also von mir hier eigentlich nur ein paar kleine Geschenkideen. Ich starte mit einem Adventskalender. Und zwar dem hier. Es gibt ganz viele verschiedene Adventskalender. Das sind alles Werkzeug-Adventskalender. Und die sind zwar ein bisschen teurer als ein herkömmlicher Adventskalender, aber da sind dann immer kleine Werkzeugsätze drin. Ich finde das zugegebenermaßen sehr, sehr lustig und ich glaube, angefangen hat Vera damit vor einigen Jahren. Und mittlerweile haben das, glaube ich, fast alle Werkzeughersteller. HZ, Stahlwille, KS Tools, Vera, Powerfix und viele, viele mehr. Ich habe euch jetzt den mal als Beispiel besorgt, weil mir der Satz Werkzeuge darin ziemlich gut gefallen hat und ich den gerne mal ausprobieren wollen würde. Aber generell werde ich euch alle möglichen Werkzeugkalender unten verlinken. Es ist eigentlich ganz lustig, weil so kriegt man halt einen lustigen Kalender und hat zeitgleich was Sinnvolles davon und nicht nur Schoki, von dem man dick wird. Also insofern denke ich, diese Adventskalender sind ganz lustig und ich mache den jetzt mal auf. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich habe das hier mal kurz rausgefischt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen wunderschönen kleinen Knarrensatz. Ich zeige ihn euch auch mal aus der Nähe. Und da kann man schön sehen, dass wir hier eine Knarre haben, die sich zu einem T-Griff umfunktionieren lässt über einen Schalter. Und der Knarrenkopf ist verstellbar, verdrehbar, ähnlich wie bei den Vera Zyklop-Knarren. Dazu ein schönes Sortiment an kleinen Nussgrößen von 6 bis 12 und diversen langen und kurzen Bit-Einsätzen von Kreuz über Torx, über Inbus und Schlitz. Insofern alles dabei. Kleiner cooler Satz, testen werde ich den aber ein anderes Mal. Ich finde, das ist ein durchaus sehr, sehr brauchbarer, kleiner, süßer Adventskalender. Und man bekommt einen coolen kleinen Knarrensatz dafür und der kostet echt nicht die Welt. Irgendwas um die 30 Euro im Lidl-Online-Shop. Also in dem Falle kann man echt zugreifen. Und genauso ist es auch bei den anderen Herstellern. Die ganzen Werkzeugkalender sind eigentlich ziemlich cool. Ist halt immer nur die Frage, welchen Hersteller bevorzugt man, beziehungsweise wie viel Geld ist man bereit auszugeben. Weil die Adventskalender von HZ bzw. von Stahlwille kosten richtig Geld. Da reden wir von 70 bis 120 Euro. KS Tools hat auch einen schicken.
und Vera auch. Und die rangieren beide irgendwo zwischen 40 und 50 Euro. Das ist auch voll in Ordnung. Gibt, wie gesagt, diverse. Ich habe euch unten mal alle verlinkt. Und ich finde, das ist einfach ein echt cooler Adventskalender, von dem man längere Zeit was hat. Das ist mega cool und das lohnt sich. Also, kauft euren Partnern, Freunden, Bekannten, Verwandten, wenn sie Schrauber oder Werkstattbegeistert sind oder gerne Auto fahren oder so oder Motorradfahrer sind, so einen kleinen Werkzeugsatz im Adventskalenderformat. Sehr geil. Ja, kommen wir direkt zum nächsten. Ich habe hier noch einen zweiten Kalender gefunden, der preislich attraktiv ist und bin da günstig dran gekommen. Dementsprechend wollte ich euch den auch noch mal kurz präsentieren. Das ist der von Mannesmann und ich finde tatsächlich, dass der Inhalt eigentlich ganz geil ist, weil bei den meisten Adventskalendern mit Werkzeugen drin ist es immer so schwierig einzuschätzen, ob es sich lohnt. Weil manchmal sind es also wirklich nur so kleine Sätze, wo nur ein paar kleine Schraubendreher oder ähnliches drin sind oder so ein Schraubendrehgriff mit 3 Bits oder sowas und da lohnt sich's nicht. Bei dem hier ist der Inhalt eigentlich recht umfangreich und es lohnt sich wirklich. Ich pack's euch mal aus. Was mir gerade beim Auspacken so ein bisschen aufgefallen ist, der hier ist nicht ganz klassisch. Sondern man hat hier also keine Fächer, auch wenn hier so welche aufgedruckt sind wie beim Klassen Adventskalender, sondern man hat hier unten diese Öffnungen, wo man nach und nach die einzelnen Pakete rauszieht, bis man quasi die 24 voll hat. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar rausgezogen und man zieht halt quasi abwechselnd diese Päckchen unten raus, um an alles ranzukommen. Das ist irgendwie auch eine ganz witzige und clevere und vor allem mal eine etwas andere Methode, das anzugehen. Wow, ja, so sieht das Ganze dann aus. 24 kleine Kistchen. Es gibt noch ein kleines Special. In der Nummer 24 findet sich ein kleines Kärtchen. Wenn ich das Kärtchen jetzt noch finden würde, wäre das auch super. Ah, da, genau. Findet sich ein kleines Kärtchen. Auf dem Kärtchen steht dann, um Ihre Zusatzüberraschung zu finden, müssen Sie den Deckel des Kalenders öffnen und den hinteren Karton entnehmen. Und darin ist dann der eigentliche Koffer tatsächlich. Die anderen 24 Päckchen enthalten nur die Werkzeuge. Ja. Wir erhalten somit, wenn wir alles zusammensetzen, alles auspacken, diesen wunderschönen kleinen Stecksatz in Viertel Zoll. Das Coole daran ist tatsächlich, dass wir hier nicht nur die Nussgrößen von 4 bis 14 drin haben, sondern auch eine ganze Menge Bits, Verlängerungen und einen Schraubendrehergriff, quasi, auf den wir mit dem entsprechenden Bithalter hier die ganzen kleinen Bits drauf machen können. Sondern wir haben hier auch echt viele spezielle Bits, also hier. So zeige ich euch gleich in der Nahaufnahme so Bits für spezielle Sonderverschlüsse und Sonderschrauben, die eigentlich dafür da sind, dass man eben bestimmte Geräte oder bestimmte Sachen nicht öffnen kann. Manchmal sind es auch spezielle Schrauben für Uhren oder für Elektrogeräte oder Trafos, die man nicht öffnen sollte. Aber wenn man halt eben versierter Techniker ist und man die Dinger trotzdem aufmachen möchte zum Reparieren, sind solche Dinger gerade richtig geil. Dazu gibt es eine Werkstattlampe. Mit enthaltenen Batterien sogar. Man muss quasi nur hinten diese kleine Plastikflasche rausziehen und sofort sind die Batterien quasi scharf und einsatzbereit. Die Werkstattlampe hat einen Magneten. Der hält auch ganz gut. Und wir haben tatsächlich auch einen Haken mit Kugelkopf hier hinten dran, dass wir das Ding auch quasi überall aufhängen können. Also eigentlich auch ganz cool. Also tatsächlich einer der sinnvolleren Adventskalender, weil da wirklich vollständige Werkzeugsätze drin sind. Zum Beispiel bei dem letzten Vera-Set war ich nicht sonderlich begeistert. Beim letzten Adventskalender, da war es nur ein Schraubendrehergriff und entsprechend dann ganz viele von diesen länglichen Bits. Ob ich jetzt jeden Tag den gleichen oder einen anderen Bit aus so einem Adventskalender ziehen möchte und weiß, dass ich am Ende nur einen Schraubendrehergriff und diese Bitsätze habe, oder ob ich wirklich einen kompletten Stecksesselsatz habe, macht schon einen Unterschied. Dementsprechend finde ich den Stecksesselsatz in Kombination mit der Lampe in dem Adventskalender ziemlich cool. Was man auch super schenken kann, vor allem zu Weihnachten. Die Adventszeit haben wir ja jetzt abgehakt. Da gibt es immer kleine Geschenke, bis 50 Euro, sage ich mal, die man lohnenswerterweise verschenken kann. Und ich würde zuerst mal starten mit dem hier. Habe ich in der Vergangenheit schon mal vorgestellt. Das ist das Vera Toolcheck Plus. Und das Vera Toolcheck Plus ist ein kleiner Steckschlüsselsatz. Kompakt. Mit einer Mini-Knarre. Mit einem Schraubendrehergriff. Mit hier unten diversen Nussaufsätzen und hier drin
über 20 Bits. Insofern auch eine absolute Empfehlung. Und das ist ein Preis-Leistung unschlagbares kleines Geschenk, was man zu Weihnachten verschenken kann. Oder auch sonst, wenn jemand Geburtstag hat, was auch immer. Und da geht es direkt weiter. Wir haben hier in Form eines Ölkännchens das sogenannte Kopfgetriebeöl. Das Kopfgetriebeöl ist tatsächlich ein Schnaps. Ein Fruchtsaftlikör. Schmeckt ganz gut und ich finde gerade vor dem Hintergrund, dass es im Design dieser Ölflasche ist, absolut cool. Und sowas kann man immer verschenken. Ist auch nicht teuer. Irgendwas um die 15 Euro und für den Gag allemal wert. Und den kann man sich dann auch mit dem Beschenkten zusammen hinter die Binde gießen. Ich finde es total cool, dass es halt eben dieses Design gibt. Und ich denke, das ist auch ein cooles Geschenk. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Das hier ist auch eine Ölkanne. Aber in diesem Fall ist es Duschgel. Und das finde ich genauso witzig. Ich habe das schon seit Ewigkeiten, hat man mir mal geschenkt. Und das gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, ob nur als Duschgel oder halt auch direkt als Zweier-Set mit Haarshampoo und Duschgel zusammen. Ich finde es einfach cool, weil es hat was, wenn man so auf Retro-Garagen-Flair oder irgendwie sowas steht oder generell Schrauber ist, kann man damit jemandem echt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil so eine süßer kleiner Ölkanister mit Shampoo dran ist schon witzig in der Dusche. Und kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Das hier ist nicht nur ein kleines, süßes Motorradmodell. Nein, es ist ein Parfum von Jean-Pierre Saint Paris. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung von sowas. Und zwar haben wir hier ein kleines, süßes Motorrad. Aber nicht nur das, sondern... Also erstmal... Ohne Frage, es sieht tierisch cool aus und es steht von selbst. Das ist das eine. Das andere ist, dass jeweils das Vorderrad und auch das Hinterrad sich entnehmen lassen und dann solch zwei kleine Parfumflakons sind. Ich finde das super cool und total lustig. Und auch das ist eben was, womit man dem Motorradfahrer echt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Tatsächlich gibt es von Jean-Pierre Sand diese Dinger auch in Form von PKWs, also von Autos, Sportwagen, alles mögliche, verschiedene Modelle. Und dann sind eben die Reifen ebenfalls kleine Flakons. Und ich finde, unabhängig davon, dass das Design geil ist, riecht das Parfum auch ziemlich gut. Und da ist für jeden was dabei, ob man jetzt einem Schrauber, der gerne an Autos arbeitet, einen kleinen Sportwagen oder einen kleinen Oldtimer in Form eines Parfums schenkt oder eben einem Motorradfahrer so ein Motorrad. Ich finde es einfach cool. Und das sind einfach kleine Dinge, die man jederzeit schenken kann und die immer dafür sorgen, dass jemand, der sich mit sowas befasst, lächeln muss, weil die einfach cool sind, die Sachen. So, kommen wir zu einem letzten Punkt. Wenn es jetzt um ein größeres Weihnachtsgeschenk wie vielleicht in eurem Partner geht, für euren Partner geht oder sowas und ihr möchtet irgendwie Anteil nehmen an der Werkstatt oder an dem Hobby oder sowas und sagt, ihr wisst nicht, was er ihm schenken soll, weil er hat vielleicht viel Werkzeug, ihr habt keine Ahnung von Werkzeug, dann schenkt nicht unbedingt Werkzeug. Ihr könnt auch was richtig Cooles anderes schenken. Und zwar könnt ihr sowas hier schenken. Viele Schrauber und Handwerker werden jetzt schmunzeln. Das hier ist ein klassisches Makita Baustellenradio. Mit einem fetten Tragegriff. Hier vorne einem Stromanschluss, normal Hausstrom, und einem Aux-In-Anschluss. Es gibt verschiedene Varianten mit oder ohne DAB+, mit Bluetooth-Funktion, mit allem Möglichen. Ich habe die einfachere Variante, die kann nur Radio und DAB+ und Aux-In. Die hat keine Möglichkeit, das per WLAN oder Bluetooth zu verbinden. Gibt es aber auch die Varianten.
Und ich finde, das Ding ist einfach cool, weil es erstens sehr robust ist, es ist ziemlich geschützt vor stumpfer Gewalt, also wenn es runterfällt oder sowas, geht daran nicht schnell was kaputt. Das ist ein massiver Klotz mit hier an den Seiten harten Kanten und überstehenden Kanten, sodass wenn es auf die Kante drauf fällt, die seitlichen Bauteile geschützt sind. Einen robusten Griff, dass man ihn überall mit hintragen kann. Aber die tatsächlich coolste Sache an der ganzen Nummer ist, wenn jetzt der betreffende Beschenkte schon ein Bauteil von Makita hat, also ein Akkugerät, kann man dieses Radio hier hinten mit einem Makita-Akku bestücken. Und dann kann man das Ding natürlich auch unterwegs benutzen, auf der Baustelle zum Beispiel. Die Haltbarkeit des Akkus da drin, beziehungsweise der Stromverbrauch, ist echt in Ordnung. Da kann man echt mehrere Stunden Musik mit hören. Das ist ganz schick. Dann hat man hier hinten sogar noch die Möglichkeit, über eine Powerbank hier oben anzuschließen. Das heißt, man kann sogar eine Powerbank hier hinten reinhängen und damit das Ding versorgen. Man hat hier unten ein kleines Batteriefach, wo man sogar mit handelsüblichen Batterien arbeiten kann. Insofern ist hier wirklich, ja, lässt das wirklich keinen Wunsch offen. Hier ist auch noch die kleine Antenne drin. Die lässt sich hier vorne schön einschrauben, um den entsprechenden Radioempfang zu gewährleisten. Die ist auch flexibel und kann somit auch nicht abbrechen, wenn man sie, wenn das Radio mal runterfallen sollte oder ähnliches. Und insofern alles easy. So, wir machen mal eine kurze kleine Klangprobe. Ich nutze dafür mal gerade mein Handy in der Hoffnung, dass ich das in Kombination mit meinem GoPro-Programm machen kann. Aber das dürfte eigentlich gehen. Ansonsten kann man auch zum Beispiel Leuten, die sehr autoaffin sind und sehr viel Wert auf ihr Auto legen, kann man zum Beispiel auch immer mal Tankstellen, Waschstraßengutscheine oder sowas schenken. Das ist auch immer eine Idee, was solche Leute auch sehr erfreut. Und jo, das war es eigentlich auch von mir dazu. Das sind nur ein paar Anregungen. Natürlich gibt es noch viele, viele mehr Dinge, aber ich fand es halt lustig, dass Leute gesagt haben, so Schraubern oder Motorradfahrern, was willst du denen schenken? Du kannst denen ja schlecht einen Satz neue Mopedreifen schenken. Das ist ja erstens voll am Budget vorbei und zweitens weißt du ja auch dann wieder nicht, was der für Vorlieben hat, welchen Reifen er fahren möchte oder was weiß ich oder ob du ihm neue Blinker fürs Moped kaufen sollst oder neue Bremshebel oder sowas. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ich denke, mit diesen kleinen Tipps seid ihr ganz gut aufgestellt und habt eine gute Idee, was ihr vielleicht verschenken könnt, was ihr jemandem, der euch nahesteht, Gutes tun könnt. Und ich denke, damit habt ihr echt was Gutes, wenn ihr eins davon verschenkt, weil darüber freut sich wirklich jeder, der halbwegs am Schrauben, an Werkstatt, an Werkzeug, an Fahrzeugen interessiert ist. Mit sowas habt ihr echt immer einen goldenen Schuss gemacht und die Leute freuen sich. Ja, das war's von mir. Heute in dem Falle mal keine klassische Werkzeugvorstellung, aber denkt daran, dieses Video ist auch weniger für euch als vielmehr für eure Partner. Also könnt ihr zufällig
ganz unauffällig mal den Link weiterleiten, wenn irgendeiner fragt, was kann man dir eigentlich zu Weihnachten schenken oder zum Geburtstag oder so. Einfach mal so ganz unauffällig, so hier so ein Link, da könnt ihr mal gucken, vielleicht sei ja was dabei oder so. Kriegt ihr auf jeden Fall was Cooles. Alles klar, das war's von mir. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo. Und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen, beziehungsweise meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.